So, da wären wir wieder frisch ausgeruht. Dann schauen wir doch mal hier lang. Am Drache? Ja. Ihr seid ja nicht so die Probleme. Kann auch sein, dass sie einfach nur gegen Speere eine Schwachstelle haben. Was ja auch Sinn macht, denn so ganz klassisch gesehen sind Speere und Lanzen ja die Waffe gegen Drachen. Weil die gehen echt tierisch schnell kaputt. Also verglichen mit diesen Schlangenhänden ist das ja nicht mal ein richtiger Kampf. Ah. Eigentlich wollte ich nur raufklicken. Aber da haben wir gerade eine geheime Tür gefunden. Eine Eisenfaustfigur. Schön, dann haben wir unsere zwei, die wir verbraucht haben, ist ersetzt. Und ich werde jetzt gegen jede Wand laufen, die ich sehe. Nur so für den Fall. Also da kamen wir her. Ne, da geht's nicht lang. Illusionswand, die werden sogar eingezeichnet auf der Karte. Schön, schön. Ein richtig guter Service, diese Minimap. Und noch eine Truhe. Elixier des Feuerwiderstandes. Wenn wir mal gegen den richtigen Drachen kämpfen. Aber auch nur für 5 Minuten. Naja, mehr als genug für den Kampf, ne? So, die Steine schmeißen wir mal auf den Haufen. Noch was? Nö. Da sind noch Zipfel von einem Raum, aber die werden da unten sein. Und da ist der Gargoyle vor, der NPC hier unten. Also geht's nur noch da lang. Hier flog immer die Faust, ne? Schmeißen wir noch gleich Steine rauf. Eins. Zwei. Also wenn die 5 Steine nicht reichen, was sie nicht tun, dann wird es einfach nur eine Druckplatte sein, um noch eine extra Falle auszulösen. Weil bisher brauchen wir noch an keiner einzigen Stelle diese Blocksteine. Also, nach der nächsten Faust huschen wir einfach hier. Nicht rein. Hier ist ein Schalter, den man nicht drücken kann. Und noch eine Druckplatte. Was ist mit dir? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nö, auch nicht. Ha. Und hier ist Sackgasse und auch keine Geheimwand. Das ist jetzt komisch. Was ist grün? Kreis? Ein Portal? Ha. Ist es auch noch da, wenn wir weggehen? Ja. Na gut. Dann gehen wir doch mal durch das. Wir fliegen ganz schön langsam. Oh, jetzt ist es weg. Na gut. Also wir dürfen die Platte nicht auslösen. Und wie soll man das hinkriegen? Hier hatten wir vorhin schon 5 Steine raufgelegt, oder? Ja, hatten wir. Wenn wir auf die rauftreten, passiert nichts. Also, es passiert nichts Aktives. Es verschwindet was, wenn die dann nämlich vorher aktiviert wird. Also, wenn wir auf die rauftreten, geht hier ein Portal hin. Wenn wir auf die rauftreten, geht das Portal weg. Das heißt, wir müssen verhindern, dass die getreten wird. Das können wir aber nicht, weil wir Gewicht haben. Und wir können die nicht permanent auslösen, weil 5 Steine einfach nicht gereicht haben. Das ist jetzt komisch. Das sind Truhen gewesen. Na gut, wir könnten weiter nach oben gucken, aber ich denke nicht, dass oben des Rätsels Lösung sein wird. Ich bin nur wieder zu begriffsstutzig. Also, machen wir das Portal nochmal hin. Da ist einfach nur die Tür, okay. Oh, jetzt geht doch der Schalter. War das einfach nur buggy oder musste man
die Platten in der richtigen Reihenfolge drücken. Na egal. Ah, da ist schon mal ein Drache. Stirb. Möchte gern Drache. Ah, viele möchte gern Drachen. Aber hier scheinen richtig viele Geheimtüren zu sein. Also, da war noch eine Tür und da ist noch ein Portal. Es geht ja richtig ab hier. Rote Fleischdinger dahin. Das war's und da ist noch ein Drache. Und noch einer. Ja, so ein richtiger kleiner Drachenhort hier. Nur mit mehr Drachen als Münzen. Und langsam kriegen wir auch Schaden rein. Ha? War hier nicht noch einer? Na gut. Seemuschel des Arapai-Rufens. Oh, da haben wir drüber was gelesen. Nee, das wollten wir nicht. Gewicht 1 Kilogramm. Nee, das wollen wir jetzt nicht benutzen. Also in dem Buch drin stand, dass man damit wohl irgendwie eine riesige Muschel herbeirufen kann. Und unser Gedanke, oder besser gesagt, mein Gedanke war dabei, dass wir das an einem Hafen benutzen können, wo wir das versunkene Schiff irgendwo gesehen haben, um dann mit einer riesigen Muschel irgendwie dahin zu kommen. Also entweder über so Plattformen oder eine Reisemuschel, so eine Art Schiff. Wer weiß. Erstmal noch ein paar Heiltränke. Das war's hier, drei Truhen, wir haben alle drei eingesammelt, ne? Dann soll hier noch ein Teleporter sein. Aber wollen wir überhaupt durch? Gehen wir erstmal dadurch wieder zurück. Die flackert so komisch. Da hat sie der Drache hin verpieselt. Na, komm her. Sollte man vielleicht erstmal heilen. Denn unsere Mana ist eh voll und regeneriert sich dadurch nicht. Dadurch verschwenden wir die Mana-Punkte. Ha, wir brauchen ungefähr ein Drittel für einen Spruch. Ach, stimmt, wir hatten ja den Trank getrunken, der permanent, was war das? 10d10 Mana-Punkte dazufügt? Ja, so war das. Davon könnten wir ruhig noch ein paar mehr finden. Obwohl Lebenstränke noch ein bisschen praktischer wären. So, hier geht's nirgendwo durch. Oder kann man die verschieben? Nee. Den nicht, den nicht. Die Wand flackert nicht. Also geht's nur ganz hinten rum. Huh, was hast du denn zu sagen? Durch Zauberei der Teleport bringt dich zuerst hierher. Jedoch an einen neuen Ort beim nächsten Mal. Schau her. Der hatte uns wo ganz anders hingebracht beim ersten Mal. Also hätte er uns hingebracht, wenn wir ihn genommen hätten. Also gibt es jetzt mehrere Teleporter und die haben mehrere Zielorte? Das wäre nicht so toll. Keine Falle? Doch eine Falle. Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber der Magier will ja was zu lachen haben, ha? Huh? So, ein Armbrustbolzen und noch ein Armbrustbolzen. Das ist schon besser. Das ist auch sehr gut. Und das war's. Na gut, unser Sack voll Steine. Tun wir mal einen nur rein, weil ich 5 immer im Inventar haben will. Weil 5 war so die Zahl, die maximal gebraucht wurde, eine Platte auszulösen. Was kann noch weg? Die Bolzen können wegsortiert werden. Und dieser Wurfdolch, den benutzen wir auch nicht. Da ist noch ein Bolzen. Kann man einen Sack in den Sack tun? Könnte man. Na gut, machen wir auch, weil die kleinen Steine brauchen wir eh nicht. So, die Steine hier. Die Bücher haben wir alle einmal gelesen, werden wir wahrscheinlich nicht wieder brauchen. Aber da ich gerne alles mitnehme, stopfen wir die einfach hier mit in den Sack.
Der Rest sind Tränke und genau der kann noch rein. Oh, langsam sieht es auch wieder gut aus mit den Heiltränken. Das Pausieren rentiert sich recht schnell. So, flackerst du? Nee. Ah, Falle ausgelöst. Und... Hä? Okay. Also wir sind da lang gelaufen, in den Teleporter reingelaufen, weil ich der Falle ausweichen wollte und sind jetzt dahinter gelandet. Kein Flackern, kein Flackern. Gut. Eine Truhe mit Asche und Schlacke. Hört sich nach einem Zauberspruch an. Asche und Schlacke erzeugt einen Vorhang aus glühender Schlacke. Dauer und Wirkung hängen vom Erfahrungsgrad des Zauberers ab. Jede Kreatur, die von diesem Zauber getroffen ist, Gebiet durchquert, erleidet durch die enorme Hitze Schaden, der jedoch durch schnelles Hindurchrennen oder Anwendung bestimmter Windzauber verringert werden kann. Oh, das ist ganz praktisch. Wenn ein Gegner eh eine ganze Weile vor uns steht, weil er recht viele Lebenspunkte hat, zaubern wir einfach diese Feuermauer und er kriegt durchgehend Schaden, während wir auf ihn einprügeln. Und wir haben ja schon eine zweite Reihe an Zaubern. Oh, heißt es gibt nur noch drei weitere Zauber? Oder kann man irgendwann hier durchscrollen? Das werden wir dann gucken müssen. Also hier flackert nichts. Wir können ja gar nicht zurück. Das ist jetzt komisch. Ah, du machst wieder eine... Wir gehen überall Portale auf. Ah ne, das war schon da. Also in das sind wir vorhin reingegangen und kamen da raus. Er meinte, wenn man in ein Portal ein zweites Mal reingekommen, kommt man woanders raus. Das testen wir jetzt. Ah, er hat recht. Aber wir haben nicht... Jetzt fliegen ja schon zwei Schädel lang. Eine große Wahl haben wir nicht. Hm? Oh, können wir die Steine schmeißen? Nein. Schnell, 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 schnell. Geh ins Inventar. Irgendwas. Weil die Fallen laufen weiter, auch wenn man zaubert. So, schnell weg. Auweia. Also, wir wurden dahin teleportiert und in den Teleporter rein. Und der hat uns wieder hierhin gebracht. Wie der Teleporter beim ersten Mal auch. Also müssen wir jetzt... nochmal den Teleporter nehmen, dann kommen wir wieder bei dem zweiten Mal, wo er hinteleportiert hat, an. Dann gehen wir wieder durch den und müssten dann wieder woanders rauskommen, wenn der Teleporter hier wirklich einen zweiten Ausgang hat. Ach du gute Güte. Aber erstmal heilen wir uns noch einmal und gucken dann, wo wir rauskommen. Ne, wir sind gleich ganz woanders rausgekommen. Und die Säulen verschieben sich auch jedes Mal. Aber hier ist nichts. Und was ist mit dem Teleporter? Ja, das Gebiet haben wir eigentlich zu Ende erforscht. Aber die Karte sieht irgendwie so aus, als wenn es hier noch... Nee, die ist immer so groß. Na gut, gucken wir noch einmal kurz, was in dem Teleporter da ist. Dafür müssen wir da lang. Oh. Huh. Können wir dich auslösen? Ja. Gut. Also, wir müssen da... Dadurch. Und so wieder da. Nö, das ist nichts Neues. Die Truhe hatten wir auch schon. Ja. Dann raus hier und ab nach oben. Wir sind doch richtig, ja. So, hier flog die Faust. Boah, sind überall Fallen. Hier war auch keine Tür mehr oder so? Nee. Gut, also im Keller des Turms ist das Einzige, was noch zu erledigen ist, mit dem Gargoyle zu sprechen und seinen Fluch aufzulösen. Oder seine Aufgabe oder wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt, wir können uns jetzt... Stein.
Stein ins Gesicht tut weh. Das heißt, wir können uns jetzt aufmachen, wieder nach oben. Und dann können wir entweder die Muschel benutzen, um beim Hafen weiterzugehen, oder wir gucken uns im ersten Obergeschoss um. Wobei ich mal das erste Obergeschoss bevorzugen werde. Denn durch die Muschel werden wir wahrscheinlich in ein neues Gebiet kommen, im neuen Dungeon. Und dann sollten wir erstmal den hier abschließen. So, den Stein nehmen wir noch mit. Wie viel Ballast können wir hier noch tragen? Oh, wir sind überladen. Vielleicht kriegen wir dadurch irgendwie mehr Schaden, das ist nicht gut. Ja, schmeißen wir noch einen weg. Dann haben wir immer noch unsere 5 und sind wenigstens nicht mehr überladen. Obwohl wir keine Meldung bekommen haben, dass dadurch unsere Stats sich verändert haben. Aber irgendeinen Grund wird es schon haben, dass die Waage da plötzlich so grün war. Na gut. Hoch da. Und einen nach hinten. So. Na, mal schauen. Ah, ich höre Schlangenfäuste. Durch Türen hindurch. Da ist er. Ah, jetzt wo mir gerade eingefallen ist, vorhin mit den Drachen, dass die Speere gut gegen Drachen sind. Vielleicht sind die Speere aber nicht gut gegen ganz kleine und schwer zu treffende Schlangenfäuste, hm? Also nehmen wir mal die Axt. Okay, der war jetzt schon angeschlagen, das können wir nicht so gut beurteilen. Aber beim nächsten können wir dann sehen, ob die mehr Schaden dadurch bekommen oder nicht. Allgemein wäre eine neue Waffe auch mal so nicht so schlecht. Weil wir haben bald unseren ersten Level up. Dann müssen wir uns entscheiden, welche Waffenkategorie wir wählen wollen. Oh, nee, bei dem brauchen wir den Speer. Und wir haben kein Schild an. So, stirb. Überall Druckplatten. Oh, ein sich nicht bewegender Stein, der bestimmt durch irgendeine Druckplatte ausgelöst wird. Ha. Eine Tür ohne Schalter. Flackert es hier irgendwo? Nö. Also, ja, da unten, aber das ist ein Grafikbug. Ja, du musst nicht extra deswegen nochmal auftauchen. So. Klack. Die Tür ist immer noch zu. Was mit dem Stein? Stein ist immer noch da. War das da vorhin schon offen? Da lang und dann gleich rechts rum. Hm. Ah, da kommen wir her. Na gut, ja, dann war es schon vorher offen. Aber so groß scheint die Ebene hier nicht zu sein. Okay. Von der Karte her sind wir immer noch im Erdgeschoss. Also, was war da? Das gucken wir uns nochmal an. Warum ist hier auf der Karte... Hä? Der Stein wird auf der Karte als rosa Punkt markiert? Gegenstand. Achso, ja, okay. Was könnte das dann bewirken? Die Tüte hinten aufmachen? Ja, tut sie. Schön, schön. Dann Stein drauf. Noch ein Stein drauf. Und noch ein Stein drauf. Wie viele haben wir jetzt noch? 1, 2... Ah, das ist nicht viel. Dann nehmen wir den schweren davon mal. Den schweren da. Komm jetzt weg. Den schweren davon nehmen wir jetzt mit. Damit wir wenigstens noch 3 haben, weil die werden erstmal eine Weile liegen bleiben müssen.
Und jetzt hier rum, darum. Und den hier war noch mit. Wenn unser Gewicht das zulässt. Ja, tut's. Und jetzt. Oh. Oh, hier sind drei Türen hintereinander. Okay. Warst du schon vorher auf der Platte? Nee, vorher standest du hier. Gut, also die Kugel wird eine Tür geöffnet haben. Die Platte da hat die andere geöffnet. Und die dritte. Das hier sieht so aus wie. Gar nichts. Ah, Stein ist immer noch da. Zwei Türen sind immer noch auf. Schalterrätsel, es gibt nichts Schöneres. So. Also die hier müssen wir gedrückt halten. Das heißt, nur die vier Schalter hier kommen in Frage. Oder was auch immer da unten ist. Weil da haben wir auch nicht lange geguckt. Das heißt, das machen wir zuerst. Schon mal wieder ein Drache. Oh, unsere Lebenspunkte sehen echt nicht gut aus. Dann pausiere ich jetzt nochmal und melde mich dann wieder, wenn wir hochgeheilt haben. Bis gleich.